Unsere gesunde Ernährung durch die Produktion von hochwertigen Milch- und Fleischprodukten ist das Ziel der Landwirtschaft. Die Grundlagen dafür werden bereits in der Heuwerbung für den Stall gelegt. Qualitätsfutter sichert die Rentabilität Ihres landwirtschaftlichen Betriebes. Die Schönwetterperioden sind oft extrem kurz. Dann sind Schlagkraft und Zuverlässigkeit der Stollheuwerbemaschinen Voraussetzung für eine erfolgreiche Ernte. Das Stoll-Trommelmähwerksprogramm umfasst Front- und Heckmähwerke für Dreipunktanbau. Die Palette der Arbeitsbreiten reicht von 1,65 Meter bis 2,70 Meter. Stufenlose Schnitthöhenverstellung in der TS-Version und leichter, schneller Messerwechsel sind Selbstverständlichkeiten bei allen Typen. Große drehbare Gleitteller vermindern den Bodendruck und schonen die Grasnarbe. Die Schnittqualität des Mähwerks ist die Voraussetzung für das kontinuierliche Wachstum des Futters für die nachfolgenden Schnitte. Das Heckmähwerk 1,90 Meter ist auch mit Conditioner lieferbar. Wegen seiner rationellen Einsatzmöglichkeiten setzt sich das Frontmähwerk in der Praxis mehr und mehr durch. Zeitsparend und effizient ist der Einsatz des Stoll-Frontmähwerks in Verbindung mit dem Ladewagen zur Beschickung des Futtertisches. Mit moderner Technik sichert Stoll die Zukunft der Landwirtschaft. Stoll bietet in seinem Z-Wender-Programm mechanisch und hydraulisch aus- und einklappbare Modelle von 4,50 Meter bis 6,60 Meter Arbeitsbreite. Die mechanisch einklappbaren Z-Wender werden einfach und sicher verriegelt. Die Kraftübertragung erfolgt über gehärtete, verschleißfreie Klauenkupplungen. Der hydraulisch hochklappbare Z-Wender Z550 Hydro bietet höchste Sicherheit im Straßenverkehr. Die Außenkreisel sind für den Transport nach innen geschwenkt und werden vor dem Einsatz nach außen gedreht. Vom Schleppersitz aus wird der Z550 Hydro komfortabel hydraulisch ausgeklappt, nachdem die Transportsicherung entriegelt ist. Der große Schwenkbereich des Dreipunktgelenkbockes gewährleistet einen ruhigen Nachlauf der Maschine bei Kurvenfahrt. Beim Ausheben arretiert sich die Maschine automatisch in Mittelstellung. Durch große Kreiseldurchmesser und weite Überdeckung wird eine saubere Futteraufnahme erreicht. Perfekte Technik in allen Stoll-Z-Wendern bis ins Detail. Stabile Drehteller aus hochfestem Qualitäts-Sphäroguss. Doppelfederzinken aus kugelgestrahltem Federstahlmaterial Super C2. Selbstfixierende Zinkenbefestigung. Montage ohne Einstelllehre. Streuwinkeleinstellung zur Anpassung an wechselnde Futterverhältnisse. Dieser ideale Abwurfwinkel wird durch die vorgesetzte Achse mit optimaler Bodenanpassung erreicht. Mit einem aufsteckbaren Zusatzgetriebe können alle Stoll-Z-Wender zum Nachtschwaden bzw. Lohreihen eingesetzt werden. Grenzräumen rechts oder links, kein Problem für alle Modelle. Mit einem Griff wird die Winkeleinstellung des Rades verändert. Automatisch läuft die Maschine schräg, zettet das Futter nach innen. Leistungsstarke Dimensionen kennzeichnen den Z660 Hydro. Vom Schlepper aus
werden die vier äußeren Kreisel hydraulisch abgesenkt. Überlegene Arbeitsbreite von 6,60 Meter und auf Dauerleistung ausgelegte Technik in Verbindung mit hydraulischem Bedienungskomfort machen diese Maschine zum Werkzeug für den professionellen Grünland-Spezialisten. Optimale Geländeanpassung durch gelenkig gelagerte Ausleger. Die paarweise miteinander arbeitenden Kreisel sind im Antriebsstrang starr verbunden. Dadurch hervorragende Z-Eigenschaften auch in kurzwelligem Gelände. Nach getaner Arbeit wird der Z660 Hydro bequem hydraulisch hochgeschwenkt für den sicheren und gefahrlosen Heimweg. Die serienmäßigen Warntafeln werden dabei automatisch in die vorgeschriebene senkrechte Transportposition gebracht. Zur Familie der einkreisligen Stoll-Schwader gehören die Arbeitsbreiten 2,85 Meter, 3,15 Meter, 3,35 Meter und 4,15 Meter. Exklusiv bei Stoll, jede Maschine ist mit einer genau auf ihre Arbeitsbreite abgestimmten Anzahl von 8, 9, 10 und 12 Zinkenträgern bestückt. Natürlich ist auch ein Frontschwader, der auch im Heck eingesetzt werden kann, im Stoll-Schwader-Programm. Die Umstellung von Schwad links auf Rechtsablage ist bei jedem Stoll-Schwader möglich. Alle Stoll-Schwader haben eines gemeinsam: das Mintrans-System. Mintrans bedeutet minimale Transportbreite von 1,60 Meter für alle Stoll-Schwader. Damit wird die Fahrt zur Wiese sicher und gefahrlos und der Platzbedarf zum Abstellen ist minimal. In kurzer Zeit und mit wenigen Handgriffen ist der Stoll-Schwader einsatzbereit. Millimetergenau wird die Arbeitstiefe eingestellt. Die tangentiale Zinkenträgeranordnung ist zukunftsweisende Technik. Die Zinken stehen im Schwadbereich parallel zur Fahrt- und Schwadrichtung. Die Zinken gleiten leicht aus dem Futter, formen ein ideales Schwad. Durch beispielhafte Rechtqualität wird das Futter während des Transports zum Schwad nicht umgewälzt. Stabile Lagerung der Recharme und rechtwinklige Anordnung der in der Kurvenbahn gesteuerten Rollen garantieren exakten Bewegungsablauf und hohe Standfestigkeit unter Dauerbelastung. Wie alle Stollgeräte, so sind auch die Schwader perfekt bis ins Detail. Langer, flexibler Schwadformer mit Federstabilisatoren. Vorgesetzte Achse für beste Bodenanpassung der rechenden Zinken. Breitspurachse mit großvolumiger Bereifung für ruhige Lage der Maschine. Vier Doppelzinken je Arm im Großschwader für höchste Rechleistung. Servicefreundliche Einzelbefestigung der Zinken. Kugelgestrahlte Qualitätszinken von deutschen Herstellern. Frontschwader erlauben die gleichzeitige Futteraufnahme durch Presse oder Ladewagen. Das dritte Stützrad führt die Maschine exakt in der Tiefe. Das Futter wird auf nassen Wiesen nicht mehr überfahren. Dadurch wird die Futterqualität verbessert und der Ertrag gesteigert.
Der Tag ist gut gelaufen. Die Arbeit ist getan. Stollschwader werden leicht und schnell in Min-Transposition gebracht, damit der Heimweg problemlos und sicher ist. Für den professionellen Grünland-Spezialisten führt Stoll den Zweikreiselschwader R655 mit 6,55 Meter Arbeitsbreite und Mittelschwadablage im Programm. Zum Transport werden die Kreisel hydraulisch eingeklappt. Die Universalheumaschine ist das ideale Gerät für den landwirtschaftlichen Mischbetrieb. Mit nur einer Maschine können alle klassischen Arbeitsgänge in der Heuwerbung erledigt werden. Zunächst wird das Mähschwad oder stark verfilztes Futter auseinandergezettet. Hierzu werden die Zinkenträger starrgestellt. Die Rollen laufen außerhalb der Kurvenbahn. UM arbeitet wie ein klassischer Z-Wender. Die Zinken greifen weit übereinander und die Maschine ist nach vorn geneigt. Im Halbheu arbeitet UM mit Kurvenrollen gesteuerten Zinkenträgern. Die Kurvenrollen laufen innerhalb der Kurvenbahn. Durch verminderte Kreiseldrehzahl wird das Futter ohne Bröckelverluste äußerst schonend behandelt. Schließlich folgt das Schwaden. Hierzu wird die Maschine auseinandergezogen, damit das Schwad zwischen den Kreiseln in einer Arbeitsbreite von 4 Metern abgelegt werden kann. Die Umstellung ist leicht, weil die Hebelkraft der Schutzbügel genutzt wird. Die Rollen bleiben in der Kurvenlaufbahn. Mit Stoll UM können zusätzlich folgende Arbeitsgänge ausgeführt werden: Schwad streuen, Schwad wenden und Feldrand räumen. Stoll-Heuwerbemaschinen garantieren immer volle Leistung und bieten ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Nutzen Sie unsere Erfahrung und die intensiven Praxiskenntnisse, damit Sie Ihre Heuernte noch schneller in den Griff bekommen. Hohe Schlagkraft in den Arbeitsspitzen ist ein ertragsentscheidender Faktor. Stoll-Spitzentechnik schafft die Voraussetzung für höchste Leistung, hohe Wirtschaftlichkeit und ein gutes Betriebsergebnis. Stoll besitzt das Vertrauen der Landwirte. Nutzen Sie die bessere Technik, das Wissen und die Erfahrung von Stoll für eine sichere Zukunft.